So, trauernder Vater. Hier gibt es auch wieder eine neue Mission, ne? Dann reden wir doch mal mit ihm. Hallo, alles in Ordnung? Weißt du etwas über seltsame Vorfälle? Ich gehe kaum mehr vor die Tür, ich bekomme also nie viel mit. Aber ich kann mich noch an die letzten Tage des alten Bürgermeisters erinnern. Kein schöner Anblick. Brüllte er herum und warf Sachen ins Meer. Wirf es zurück, schrie er wieder und wieder. Flehte jeden an. Heute ist in den Wind. Heute kann ich ihn beinahe verstehen. Kann ich dir sonst noch mit etwas helfen? Weißt du etwas über die Schiffswracks in der Gegend? Nun also, mein einziger Sohn ist vor einigen Jahren auf See umgekommen. Er ist immer noch irgendwo dort draußen, in einem dieser Wracks, ganz allein im eisigen Wasser. Der Mann ringt sichtlich um Fassung, doch sein ganzer Körper bebt vor Kummer. Ich habe mich gefragt, mir ist aufgefallen, dass du an Bord deines Bootes eine Dredging-Ausrüstung hast. Wenn du vielleicht einige seiner persönlichen Sachen bergen könntest, mit einem Andenken an ihn könnte ich wohl leichter Frieden finden. Er trug eine Bronze-Gürtelschnalle mit einer speziellen Gravur. Ich würde sie überall erkennen. Wenn du die für mich findest, stünde ich tief in deiner Schuld. Kann ich dir sonst noch bei etwas helfen? Nee, das war's erstmal. Danke dir. So, dann Dockarbeiter. Wie läuft dein Tag so? Weißt du vielleicht etwas über seltene Vorfälle? Vor ein paar Jahren habe ich in der Kneipe eine Geschichte gehört. Klang ziemlich haarsträubend. Vor etwa 20 Jahren soll ein Fischer aus der Gegend eine verschlossene Truhe vom Meeresgrund geborgen haben. Sie hebelten sie auf und nahmen sich, was darin war. In dieser Nacht zog zum ersten Mal der Nebel auf und seither hüllt er das Meer jede Nacht ein. Was in dieser verfluchten Truhe war, weiß niemand. Aber alle, die hineingesehen haben, wurden verrückt. Oder Schlimmeres. Truhe und Mannschaft sind daraufhin spurlos verschwunden. Doch der Nebel blieb. Verrückt, was? Was kann ich noch für dich tun? Weißt du noch was über die Schiffswracks? Ein paar haben sich um den östlichen Teil der Insel gewagt. Die dürften jetzt alle auf dem Grund des Meeres vor sich hinrotten. Die Boote dieser armen Seelen zerschellen im Nebel an den Felsen. Dort gibt es einen toten Winkel, von dem man aus... Was? Dort gibt es einen toten Winkel, von dem man aus den Leuchtturm nicht mehr sehen kann. Was kann ich noch für dich tun? Übernimmst du auch Lieferungen zur Schwarzfelseninsel? Diese alte Ruine? Das bezweifle ich. Na, mal sehen. Er blättert durch ein großes Buch. Es scheint eine Liste mit Ladungsverzeichnissen zu sein. Das habe ich mir gedacht. Es gibt nicht einmal eine Lieferadresse. Soweit ich weiß, lebt dort niemand. Ja, das war's dann erstmal. Danke dir. Die Frage ist, wie geben wir jetzt hier die Sachen ab? Moment mal, hä? Muss ich das nicht eigentlich hier hinbringen? War das nicht so? Ich dachte, dem war so. Wo soll ich das denn sonst hinbringen? Aber steht ja auch nicht da. Warte mal. So, Architektin. Ach so, nach Stahlspitz muss das. Stahlspitz. Wo ist denn das? Da oben oder was? Denke mal da oben, ja. Ja, wir haben 16 Uhr. Die Frage ist jetzt... Aber wir sind jetzt auch schon wieder voll, ne? Ja, relativ. Wir fahren jetzt erstmal wieder zurück rüber nach Kleinmark. Verkaufen dann da unser Zeug und am nächsten Tag fahren wir dann nach Stahlspitz hoch, würde ich sagen.
So, gut, dann legen wir wieder ab. Fahren wieder rüber. Map, map. So, dann gucken wir nochmal gleich bei unseren Krabben-Dingens-Bummens. Ob wir hier wieder was gefangen haben. Chor prüfen. Okay, hier ist nichts drin. Ist hier was drin? Auch nicht, okay. Gut, dann verkaufen wir erstmal das Zeug wieder. Einmal anlegen, Kapitän! Jawohl! Gut. Dann verkaufen wir wieder. Achso, Krabben wollte er haben. Ja. Was wollte er denn? Gemeine Strandkrabbe. Ja, die haben wir schon mal. So, kannst du haben. In Ordnung, kommen wir zurück, wenn... Achso, komm zurück, wenn du alles hast. Und jetzt kommen wir zum Tagesgeschäft, was? Genau. Manche Fische bevorzugen tiefere Gewässer, während andere sich lieber im Flachwasser tummeln. Wenn du nach etwas Speziellem suchst, ist es wichtig zu wissen, in welcher Tiefe du fündig wirst. Ja, das stimmt. Aber dafür haben wir ja auch dieses Enzyklopädie-Dingen, I guess. So, wir haben 2 Holzplanken. Das heißt, wir bräuchten noch 2 Metallschrott. Ich frag mich halt auch, wo können wir den Ring abgeben? Da muss ja auch irgendwo... Muss ja auch irgendwo für da sein. So, dann würde ich sagen, schlafen wir jetzt erstmal und dann fahren wir mal Richtung Norden. Zu Stahlspitz hieß das, glaube ich. So, einmal ruhen. Schnarch, schnarch. So. Und auf geht's Richtung Norden. Also nach links müssen wir fahren. Nach links. Warte mal, ist hier Metallschrott? Ne, das sind Aale. Was sind das hier? Einfach mal angeln. Achso, das sind wieder Makrelen, okay. Oh, packen wir mal 2 Stück, nehmen wir mal mit. So. Die Insel müsste da vorne irgendwo sein. Das ist ganz schön weit. Noch ein Kabeljau mit. Da vorne irgendwo. Wäre halt cool, wenn wir noch Materialien finden würden. Ey. Was ist hier? Hier ist doch sogar Schrott. Oh, was haben wir denn hier? Perlenohrringe, okay, krass. Ja, ich denke mal, es wird dann wahrscheinlich irgendwie einen Händler geben für Schmuck, ne? Könnte ich mir vorstellen. Was haben wir hier noch? Sind das wieder Makrelen? Ja. Das sind Makrelen. Nimm mal da nochmal eine mit. Hier ist doch eine Anlegestelle, aber hier ist doch nichts, oder? Doch, hier kann man anlegen. Dann kann man hier Materialhaufen. Was ist das denn? Dies ist die Insel. Ach so, ah. Ja, hier, dann kriegst du gleich mal deine 2 Bretter schon mal. Und dann brauchen wir noch 2 Metall. Aber das habe ich bisher noch nicht gesehen. Aber das Gute ist, wir können da auch anlegen und schlafen, glaube ich, ne? Die Frage ist, jetzt kriege ich wieder Bretter, oder? Ja, hier gibt es Bretter. Oder kann ich hier auch Metall kriegen? Nee, ne?
Nee, hier gibt's Bretter. Aber gut, die Bretter brauchen wir eigentlich auch, wenn wir... Wenn wir dann, Sachen erforschen wollen. Boah, es ist gar nicht so einfach hier. Muss man echt schnell reagieren. Oh, ein Kelch. Oha. Das war sogar so ein, Autsch, das war dumm. Was ist das denn da? Oha. Da haben wir wieder so einen speziellen Fisch. Ja, machen die mal weg. Packen den mal ein. Naja, ich glaube, wir sollten jetzt lieber erstmal zurück. Lieber erstmal anlegen. Es wird dunkel. Ja, und dann schlafen wir erstmal wieder eine Runde. Ich hoffe ja, dass hier irgendwo in der Nähe dieser Metallschrott ist, dass wir das gleich hier fertig machen können. Danach gucke ich eigentlich gerade so ein bisschen. Wobei wir jetzt auch schon wieder ziemlich voll sind, aber ich weiß auch nicht, wo wir diesen Schmuck verkaufen können. Das habe ich bisher noch nicht so ganz. Ach so, auf der einen Insel hier bei Kleinmarkt, da war doch dieser Händler. Konnte man das nicht da verkaufen? Wir fahren da mal rüber. Da gab es doch, meine ich, einen Schmuckhändler, oder nicht? Bin ich der Meinung. Map, Map! Wir sind wieder unterwegs. So. Hier war der doch, meine ich. Ich gucke mal gerade. Hier, Händler, genau. Das war doch der Schmuckhändler, meine ich. Jawohl. Der gibt 50. Sehr gut. Und dann fahren wir jetzt nochmal. Fahren wir jetzt nochmal rüber. Richtung Großmark. Sammeln da auf dem Weg unsere Krabben ein. Verkaufen da nochmal unseren Fisch. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir doch bestimmt wieder was drin, oder? Oh ja, wir haben sogar so eine große, die wir brauchen. Ja, dann machen wir... Wie machen wir das denn? Die ist 5 groß. Oha. Muss hier aber wieder ein bisschen was rausschmeißen hier. Passt die rein jetzt? Ja. Und die passt auch rein. Sehr gut. Ein Tag verbleibend. Wie kann ich die denn? Kann ich die Korb prüfen? Na, ich kann die nicht einsammeln, oder? Nee, kann ich glaube ich nicht. Nee. Dann gucken wir hier nochmal rein. Haben wir auch nochmal 2 Krabben, jawohl. Siehst du, da haben wir unsere Krabben-Dings haben wir schon. Haben wir schon fertig. Ja, den muss ich dann gleich nochmal holen, den Korb, weil der ist kaputt oder so. So, einmal anlegen. Geben wir hier unsere Lieferung ab, die Bestellung der Krabben beim Fischhändler. Hast du Krabben? Ja, haben wir. Ja, ich weiß, die hole ich gleich wieder, die Körbe. So, einmal drehen. Zack. Sehr gut, 52 Dollar. Der Fischhändler wickelt die Krabben ein und gibt dir ein wenig Geld. Danke dir. Die sollten reichen. Schön, dass du mit dem alten Korb was anfangen konntest. Du kannst hier auch noch mehr davon kaufen oder beschädigte Exemplare in der Werft reparieren lassen. Gut.
Ja, den einen Korb, den wollte ich ja gleich nochmal wieder reinholen. Damit der repariert werden kann. Muss mal kurz am Handy hier was machen. So. Ich habe eine letzte Bitte. Wie du gesehen hast, können einige Fischarten hier seltsame Deformationen ausbilden. Ja, das haben wir schon gesehen. Was denkst du, was mit einem Menschen geschieht, der das Fleisch dieser Fische verzehrt? Ja, wahrscheinlich wird man verrückt, ne? Nun, wahrscheinlich, aber ich will sicher sein. Bringe mir einen mutierten Fisch, irgendeinen, aber das muss unter uns bleiben. Ja, okay, machen wir. So, jetzt verkaufen wir erstmal alles. Dann wollte ich nochmal gucken jetzt, ob ich diese Bretter hier eintauschen kann. Moment. War das hier? Ja, hier war das. Jetzt ist die Frage, muss das im Lager sein oder... Ah ne, ich könnte das hier dann eintauschen, aber da bräuchten wir auch erstmal Metallschrott. Den brauchen wir aber auch für die eine Quest. Das heißt, eigentlich was wir jetzt suchen, ist auch erstmal Metallschrott. Dann würde ich sagen, dann lagern wir erstmal unsere Bretter hier ein. Die können wir dann später eben für die Aufwertung dann nutzen. Ja, lagern wir erstmal hier ein. So. Gut. Hier, das ist auch abgeschlossen. Chance von 10% den Fischbestand nicht zu gefährden, wenn man einen Fisch mit der Angel fängt. Ah, und Angelrouten holen Fische 10% effektiver ein. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, also, dann würde ich sagen, Metallschrott suchen. Dann können wir, denke ich mal, wieder ablegen. Warte mal, wie viel haben wir denn jetzt? Oh, wir haben 500. Warte mal, Fanggeschwindigkeit 55. Ist besser, ne? Aber das ist für Flachwasser und Küstennähe. Tja. Ist dann so die Frage. Kann man das, also das, warte mal. Das hat ja 4 Platz. Wie ist das denn, wenn ich die jetzt ausbaue? Zum Lager. Und die wollen wir einbauen, so. Das dauert 4 Stunden, okay. Und dann nochmal reparieren auch. Und dann, ja, jetzt haben wir es 16 Uhr, da können wir auch erstmal eine Runde schlafen gehen, ne? Einmal ein bisschen ausruhen. So. Jetzt haben wir es 6 Uhr. Am Donnerstag und wir fahren wieder raus. In der Hoffnung, Metallschrott zu finden, ne? Wobei, wir können erstmal hier nochmal gucken. Ist hier noch was drin? Ich glaube... Ach nee, der benötigt ja Reparatur. Warte, stimmt. Dann sammeln wir den ein. Hier haben wir noch eine drin. Dann sammeln wir den nämlich ein und geben den eben kurz in Reparatur. Müssen wir einmal nochmal schnell anlegen. Den einmal reparieren. Jawohl. Jetzt ist er wieder heile. So, wieder ablegen. Und dann können wir den hier wieder auswerfen. Sehr gut. So, wo finden wir jetzt Metallschrott? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Warte mal, hier war doch schon was. Ah ne, das sind aber...
Da haben wir jetzt keine Dings für. Waren hier nicht so große Fische hier? Die müssten wir doch jetzt eigentlich fischen können hier, oder? Ach, das sind die wieder. Ja gut, die hatten wir vorher auch schon. Aber hier waren doch... Wo war das denn? Waren das die hier? Ne, die gehen auch nicht. Ist auch Flachwasser. Jetzt muss ja eigentlich irgendwo... Die Frage ist... Wo ist dieses Metallzeug? Ja, ein paar Makrelen gehen immer. Sogar eine große gefunden, sehr gut. So, das reicht uns. 13 Uhr haben wir. Das hier könnten so Tiefdings, Tiefseefische, sag ich mal, sein. Also tiefes Wasser. Wobei, das sind die, die kennen wir schon. Kabeljau, das ist jetzt nichts Neues. Oh, hier ist nochmal Müll oder sowas, oder? Ja, das ist, glaube ich, das sind Metallteile hier. Upsi. Ja, Metallschrott. Oh, das nimmt 4 Platz weg. Okay, das ist ganz schön viel. Ja, Moment, dann machen wir den weg. Und holen nochmal eins. Weil die brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir es 18 Uhr. Wird langsam wieder dunkel. Dann legen wir mal da drüben an. Ich komme. Lol, wer ruft denn da noch? Ist es etwa ein Geisterschiff? Wer weiß. So, haben wir für den Händler haben wir jetzt nichts hier, oder? Nee, da haben wir nichts. Das heißt, wir wollen nur ausruhen bis zum nächsten Tag. Einmal schlafi, schlafi. So. Sehr schön. Dann legen wir wieder ab. So, wo war das jetzt nochmal? Das war da oben. Da müssen wir jetzt den Metallschrott hinbringen. Für die eine Quest für die Architektin. Für Frau Architektin. Ach, ist es nicht schön, dieses Spiel. Ich find's sehr entspannt, muss ich sagen. Das mag ich. So, einmal anlegen, dann die Materialien abgeben. So, ja, das passt ja. Dann haben wir die Quest nämlich fertig. So, bitteschön, du hast alle nötigen Materialien geliefert. Du solltest die Architektin informieren. Machen wir. Und wo ist die jetzt? Achso, die war in Großmark, glaube ich, ne? Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das heißt, wir könnten noch was einsammeln. Ja, hier sind gerade Fische, dann fangen wir die einfach mal. Aber ich kann ja jetzt theoretisch auch in tieferen Gewässern fangen, glaube ich. Oh, hier haben wir wieder eine Mutation. Eine sich windeklumpige Masse durchzieht den Leib unter dem Schuppenkleid. Wie lange kann man so überleben? Ja, das weiß ich nicht. Aber dann haben wir jetzt quasi für den Fisch
Käufer haben wir das jetzt auch noch quasi fertig, weil er wollte ja einen mutierten Fisch haben. So, ja gut, dann fahren wir nach Großmarkt zurück. Dann können wir nochmal vielleicht die Krabbenboxen checken.